Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei mir auf dem Kanal. Hier unterwegs mit Stefan aka 1BikeLife1 und Daniel mit der Aerox. Ja, Stefan, der hatte neue Booster und wir fahren jetzt erstmal zum Spot. Ja, das hier ist heute der letzte Vlog mit der roten Booster. Der zweite Block und der letzte Block. Danach kommt ein anderer Roller. Bin mir noch nicht genau sicher, was ich mir holen werde. Eventuell so eine Booster, wie er hat, das alte Modell. Ja, chillig, ne? Entweder so ein Modell, wie er hat, oder eine Zip, oder eine TPH, oder eine Energy, oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Boah, Junge, hört man dieses, ich weiß nicht, ob man dieses Schleifen von seiner Bremse vorne so auf dem Mikro jetzt hört. Aber das ist schon echt laut. Ja, wie gesagt, wir werden gleich mal auch seine Booster fahren, weil die geht echt geisteskrank gut nach oben. Das ist es. Mann, warum ist hier so viel los heute? Nee, Daniel hinter mir. Die Wheelies am Ziehen. Mit seiner Aerox. Ja. So, das sieht doch hier köstlich schmöchlich aus. Das war ganz schön nah. Jetzt kommt hinter uns ein Auto. Es geht voll. Außer in der Fresse, aber du hast ja auch die Shit-Handschuhe an. Ja, ich weiß. Ich glaube, du kriegst es auch. Echt? Ja. Meine. Oh Junge, was ist das denn hier für Müll, Mann? Das ist es. Leistung, boah! Leistung, Mann! Kein Fuß absetzen, kein Fuß absetzen, kein Fuß absetzen. Jawohl. Oh Junge! Da zieht er mit der Aerox davon auf einem Rad. Ah, Schlaglöcher. Kommt der LKW. Ja, die Aerox sieht so schön aus im Wheelie, ne? Das ist unfassbar. Ja, da sind wir auch schon an unserem abgesperrten Stuntspot. Let's go! Ja, ich freue mich echt wieder, wenn die 70 Kubik fahren kann. Ne? Das geht ja hier gar nicht fit. Also es geht, aber es fehlt irgendwas und das ist Leistung. So, und hier halten wir, glaube ich, schon an direkt für... Oder nicht? Hallo?
Hör auf, die Kuh zu erschrecken, Mann, Junge! Ey, Stefan! Gib mal deinen Booster jetzt. Ist meine Linse sauber? Jetzt. War die dreckig? Ja, ein bisschen. Sieht man eh nicht. Ja, machen wir da vorne. Das ist es. So! Ja, das ist jetzt ein Bauarbeiter, heißt mir Digga. Boah, ich weiß nicht, wie der mit der Bremse schleifen kann, ne? Wenn er jetzt schleift mit dieser Bremse von mir, ne, dann keine Ahnung. Der legt sich safe aufs Maul, wenn er schleifen will. Gut. Boah, die fährt sich irgendwie echt komisch, ne? Irgendwie, die ist auch vorne zu tief und die Gabel ist zu weich vorne. Ey, ich krieg die Karre nicht geschliffen. Oh Mann! Ey, das Lustige ist, die Karre ist ja morgen verkauft. Aber zum Glück an dem Kollegen. Digga. Ey. Oh Mann. Ja, der hat geschliffen, dann ist einmal Eck explodiert. Ey, ich krieg den nicht hoch! Was? Oh Mann, jetzt ist dieses Heck einfach explodiert und ich habe aufs und ich hab's auf Kamera, Junge. Das ist es, Daniel. Das ist es. Oh Mann, ey. Na, warte, machen wir hier mal noch einen. Ja, ist Gewöhnungssache, ne? Meine wiegt ja auch ein bisschen mehr, die ist jetzt so leicht vorne, die ist das. Bremse ist anders. Und hat keine Leistung. Ja, reicht dann auch. Also an der Stelle, Henrik, tut es mir einfach leid.
Tempo ein bisschen zu doll geschnitten. Also an der Stelle nehmen wir rechts, mal rein. Junge! Ja, nee. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt 15 Minuten mit dem aufnehmen. Aber es sollte passen, ne? Mit ein bisschen schneiden, dies, das, hin und her, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, das ist ein Face Reveal, oder? Definierst mal lieber. Boah, extra Arbeit, ich auch so. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.